Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir den Doktor getötet, der uns die schönen Fingernägel geschnitten hat. Und wir haben wieder Vater Martin getroffen, was super gut ist, weil Vater Martin hat bis jetzt nur gute Sachen mit uns gemacht, nicht? Jetzt, wo wir gerade auch sind... Oh, guck mal da, das habe ich. Zack. Könnt ihr lesen, wenn ihr Lust habt. Ich habe... keinen Fehler gemacht. Ich habe gerade schon 10 Minuten aufgenommen und nicht gemerkt, dass ich gar nicht aufgenommen habe. das ist natürlich immer super gut. Warte, was? Wo bin ich hier? Ich glaube, bin ich hier falsch? Auf jeden Fall habe ich jetzt die nächsten 10 Minuten schon mal gespielt. Deshalb werde ich mich auch ein bisschen beeilen. Ja. Ah, guck mal, ja. Brennende Hände. Das hatten wir noch nicht, glaube ich. Oder hatten wir das? Ich bin mega verwirrt. Ich weiß, dass ich in Duschen aufgehört habe. Deshalb habe ich gerade einfach so weit gespielt, bis ich wieder bei Duschen bin. Ja, das hier habe ich aufgehört. Ich weiß jetzt schon nicht, was ich hier, wie ich hier dann wieder weitergekommen bin. Super gut. Und doch einfach hier lang. Okay, ich bin einfach Idiot. Ich habe es gerade vor 10 Sekunden gerade eben erst wieder gespielt. Jetzt vergesse ich schon wieder alles. Ich habe aber nicht weit gespielt. 10 Minuten, da kennt ihr mich ja, da schaffe ich nicht viel. Deshalb, ich bin da oben reingegangen zu den Typen. Und das war es auch eigentlich schon. Ich checke vorher nochmal alles aus, ob ich hier noch irgendwas übersehen habe. Nee, also genau. Ich bin da oben reingegangen und dann noch ein bisschen weiter. Genau. So. Hier ist nämlich alles on fire. Was ich ziemlich hübsch fand, das erste Mal, wo ich hier war. Finde ich immer noch super mega hübsch. Hier sieht man auch unsere schönen Finger, die er uns abgeschnitten hat. Und wir haben den Typen hier getroffen, der ziemlich cool war eigentlich. Oh, das ist echt, das ist ey, richtig hart, was der sagt eigentlich. Da, den Typen habe ich letztes Mal schon gesagt, ich fand den super cool, der hat sein eigenes Design, also so, ich habe noch nicht so einen Typen wie ihm gesehen. Und der hat super, ich meine, der hat voll recht eigentlich so. Murkoff hat mit den allen abgefuckt. Dann würde ich ja auch alles niederbrennen, wenn ich noch normal wäre. Und der ist ziemlich nett zu uns gewesen, das fand ich ziemlich cool. Was meine Theorie bestätigt, dass das die ganz normale Menschen sind, die einfach auch teilweise nett und teilweise scheiße sind, ne? Wir halt im echten Leben. Nur das Einzige, was mir später aufgefallen ist, dass wir hier gar nicht lang können. Ja, dann ist den Weg hier eigentlich versperrt. Das halt aber so ein bisschen doch ein Arschloch ist. Aber gut, gehen wir einfach mal weiter. Oh, ja, alle verbrennen. Okay, don't mind me. Genau. Danach habe ich mich gewundert, weil hier alles ziemlich offen war. Gab es ziemlich viele Wege, wo man lang konnte. Da zum Beispiel. Und man konnte hier noch den ganzen Shit absuchen. Hier war nämlich noch etwas zum Lesen. Genau. Ja, komm. Und so. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihren Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu halten. Das würde ich never ever machen. Wahrscheinlich wirst du dann als irre abgestempelt und wirst dann auch zu diesen Dingern da gemacht. Gut. Alles klar, hier geht's weiter. Wow, 4 Minuten ist aufgenommen. Das letzte Mal war ich hier nach 10 Minuten. Ich bin hier noch ein bisschen weiter gegangen. Habe das nächste Ding entdeckt. Wir müssen das hier anschalten. Zwei Wasserventile öffnen oder so. Wir sind hier gerade in den Männerduschen oder sowas. Und dann haben wir noch diesen Typen hier gesehen. Ja, so weit war ich. Der interessiert uns aber nicht. Weil er ist dumm und doof. Und merkt gar nicht, dass wir hier lang gehen. Hier ist so eine Art Wäsche. Waschanlager, glaube ich. Sieht auf jeden Fall danach aus. Und hier haben wir den ersten Hebel gefunden. So, jetzt schnell, weil ich weiß, dass der hier gleich erscheint. Oh, okay. So, jetzt seid ihr wieder auf meinen Stand. Genau hier habe ich gemerkt, oh shit, ich habe nicht aufgenommen. Oh, Batterien, oder? Nee. Verdammt. Alles klar. Kamera einstellen, super schön. Und jetzt warten wir, bis der Typ da vorbeigeht. Genau, hier habe ich es gemerkt. Jetzt sind wir in der Hälfte der Zeit. Guck mal. Jetzt habe ich euch ein bisschen was erspart.
weil ich gar nicht so lange gebraucht habe, um darauf zu kommen, was wir machen müssen, weil es ja irgendwie offensichtlich ist. Ist der Typ hier gar nicht? Oh. Um ihn herum. Das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Erdbeben gerade. Hallo, Fettsack. Waren hier nicht sogar noch Batterien oder so? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Wie viele Batterien haben wir denn? Zwei, oh wow. Verdammt, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo der Typ ist. Aber ja, die Fettis sind immer, die machen einen nämlich One-Shot, das ist immer relativ unangenehm. Ich höre ihn, ich höre seine Ketten. Ich habe die Angst, ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt da rechts einfach ist. Jetzt gehe ich mal in den defensiven Modus. Da war er tatsächlich. Oh mein Gott, ich bin so schlau. Vollidiot. Ah, so ein Vollidiot. Okay. Ich glaube, wir können sogar sprinten, aber ich will es gar nicht drauf ankommen lassen. Wo, was war das denn? Wo ist das zweite Ding? Wir sind überall locker zum Verstecken. Verdammt, hier ist nichts. Ah, verdammt. Okay, hier war unnötig lang zu gehen. Hier sind solche seltsamen Lampen aufgestellt. Da ist er. Oh oh. Okay, cool. Kann ich einfach lang. Sehr gut. Haha, verliert jetzt. Wow, das hat mich gerade ein bisschen überrascht, aber gut. Da ist einer. Ist das Pharao? Der duscht da mit seinem Freund in Blut. Ich kann Batterien nachladen, das sollte ich vielleicht machen. Ist der nett? Hallo. Pharao. Nein, leider nicht, tut mir leid. Die Schüssel. Ich finde, dieser Typ ist normal. Jeder spielt mal so ein bisschen gerne mit Creature-Entchen und wenn man keine hat, dann nimmt man halt Leichen. Ist normal. Auf jeden Fall hat er mich nicht angegriffen. Oh, das ist ein anderer. Oh, da ist schon wieder das Ding. Okay, hier ist auf jeden Fall das zweite Ding irgendwo. Oh, da. Ja, sehr gut. Aber nice. Ist jetzt böse auf mich? Sieht aus als... Outlast-Regel ist hier normalerweise, wenn man zurückkommt, dann greifen die ihn an. No complaining, you know. We have to wash every little part. Er ist ein sauberes Baby? Ja, du bist ein sauberes Baby. Oh, guck mal, der ist super süß. Ich würde den in mein Haus lassen und meine Badewanne benutzen lassen. Guck mal, post ein bisschen, denn hier raus werde ich wahrscheinlich ein Thumbnail machen. Das sieht nämlich sehr nice aus. Thumbnail-Time. So, alles klar. Können wir weitergehen. Ah, okay, ja. Der Typ, diese Fetten sind eigentlich ziemlich leicht zu outsmarten. Vor allen Dingen, da ich so smart bin. Okay. Okay, wo verstecke ich mich jetzt am besten? Oh shit, hier ist super falsch. Was will ich hier? Verdammt, das war mega dumm. Ich hoffe, der ist nicht hinter mir her jetzt. Ich höre Ketten. Normalerweise kann ich eigentlich... Hier sind genug Schränke und sowas. Wenn ich an ihn vorbeikomme... Ist gut. YOLO. Okay. Das hat ihn wenig interessiert. Wo auch immer er war.
Die haben wir hier nicht mehr. Drücken wir mal den Knopf. Ach so, jetzt habe ich, okay. Jetzt habe ich das Feuer gelöscht, was der Typ angemacht hat. Jetzt ist er wahrscheinlich richtig wütend auf mich. Ist der Typ hier? Whatever. Hab leider vergessen, wo ich lang muss. Da ist er. Oh Gott. Okay, den haben wir schon mal geschafft. So, da sind wir wieder. Da war ich ein bisschen, wo ich gerade unterbrochen. Das ist so schwer zu sehen. Cafeteria, ja, da wollen wir hin. Das ist super schwer zu sehen mit dem Zeug. Ach so, hier. Hier sind wir. Ist der Typ hier noch? Gott, was seltsam das Wasser aussieht, weil es so in alle Richtungen springt. Ne, der Typ, der saß hier, glaube ich. Okay. Es tut mir leid. Oh Gott, ey. Was war das denn? Gerade noch gesagt, dass er super nett war, ey. Was ein Arschloch. Lecker, lecker. Oh, der hat einen Bart. Wunderschöner Bart. Alles klar, gut. Der Jumpscare hat auf jeden Fall geklappt. Vielleicht soll ich mich jetzt mit Martin treffen. Mit Priester Martin. Scheiß auf Martin. Ich bin jetzt draußen. Nice Bildschirmschoner. Ah, eine Akte. Könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Schlafen. Mein Gott, ich bin mega verwirrt. Das ist doch Excel. Habe ich es jetzt einfach geschafft? Das Spiel ist eigentlich noch nicht vorbei, oder? Spinnenweben. Ehrlich gesagt, noch so ein bisschen auf der Suche nach Batterie. Oh Gott. Na gut. Nehmen wir mal den offensichtlichen Weg nach draußen. Warum auch nicht? Okay, ich sehe wahrscheinlich nichts wegen den Batterien. Davon gehe ich mal aus. Wow. Da sind mir gerade Partikel ins Gesicht geflogen. Ach, da ist er doch. Das ist doch Martins Taschenlampe, oder nicht? Wow, das ist ganz schön gut gemacht, ey. Oder was stand da? Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Was schreit denn da? Ist das ein Löwe? Das donnert immer so. Oh, hallo. Immer ins Licht. Oh mein Gott, ist das dunkel, ey. Man sieht immer nur, ah, how alive are you? Ziemlich. Okay, hier geht's nicht lang. Ah. Könnt ihr euch durchlesen? Wir wollen weiterkommen. Oh Gott. Ohne Licht kann man hier doch echt nichts, gar nichts machen. Ist einfach so dunkel. Was? Da ist ein Geist gewesen. Wo ist der Schlüssel? Hier kann ich lang. Okay. Gut, dass der Geist mir nichts macht. Kann ich mir nicht eine Axt nehmen oder sowas? Oh, die ist nicht da, die Motorsäge. Ah, ein Schlüssel. Schade, die Motorsäge ist nicht da. Okay, dann gehen wir mal. Okay. Kann er mich töten? Spielt einfach ein Geist rum, ey. Da war das Ding. Okay.
Was? Drücken, natürlich. Warum auch nicht? Jetzt bin ich wieder drin. Sollte nicht Martin, Vater Martin? Gott, stehen wir bei, ich glaube, ich habe den Roll Rider gesehen. Oh, die Musik gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe auch kaum noch Batterien, ey. Okay. Schau mal, was der Roll Rider so kann. Im One-on-One. Oh Gott, Game, bitte gib mir doch Batterien. Ich habe einfach gar nichts mehr. Das mit den Donnern und so ist alles echt super gut gemacht. Machen wir jetzt einen epischen Fight auf dem Dach, oder? Ist einfach gar nichts. Okay. Kann ich nicht mal auf dem Dach Batterien rumliegen? Geht da jetzt nicht weiter? Wow. Ich sehe halt nicht, was ein Meter vor mir ist, sehe ich einfach nicht. Was war das für ein Geräusch? Okay, ich habe keinen Plan. Muss ich hier springen oder? Ich habe halt leider keine Batterien mehr. Ich muss jetzt warten, bis es donnert, oder? Ah, ich habe es schon wieder gehört. Kann das bitte donnern oder so? Ich bin so ein bisschen hilflos, ehrlich gesagt. Hä, bin ich nicht von dir gekommen? Ach ne, hier ist ein Loch. Aber da will ich, glaube ich, nicht rein, oder? Hier kann nicht lang. Oh, nice, Batterien. Dankeschön. Du hast hier ganz schön schön mit deinem Walkie-Talkie. Oh, Pharao bist du. Okay. Ist aber schnell. Okay, viel angenehmer. Gut, dass ich das gefunden habe. Oh, jetzt sehe ich hier auch wirklich was. Ah, okay. Ja, ohne Batterien ist mir ganz schön aufgeschmissen, tatsächlich. Deshalb werde ich mich jetzt auch ein bisschen beeilen. Bitte mit Batterien sparen. Richtig hier. Jump Quest hier, ey. Okay, geht's anscheinend runter. Ist wieder Müll. Zum Teufel, hier ist doch schon Exit gewesen. Hallo. Noch was. Okay, alles klar. Komm hier hoch vielleicht. Ah, das sieht sehr gut aus. Ohne Kamera macht man hier draußen aber echt gar nichts, ey. Ich brauche diese Batterien hier so unbedingt. Ist das nicht die Taschenlampe von Vater Martin? Hallo. Oh, du lebst sogar noch. Oh, hallo. Alles klar. Manche Leute dürfen halt auch mal ein bisschen draußen rumchillen. Oh, nee, ich dachte, das wäre Charles, der Butler, verdammt.
Wow. Bist du Charles der Butler? Oh ne, bist du nicht. Der richtige Butler hat auch alles vermummt. Batterien? Oh nein, das hat... Ah, doch! Oh, zum Glück, ey. Ja, ich denke mal, hier bei unserem Freund hier in der Ecke beende ich mal die Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.